Es gibt eine große Ankündigung. Scheinbar will EA einen Die Sims-Kinofilm ab November herausbringen. Außerdem wurde das Mein erstes Haustier-Accessoire-Pack für Konsolenspieler veröffentlicht. Mehr dazu in dieser Short-News. In der Spotlight.package, welche ständig beim Spielestart aktualisiert wird und die Textabschnitte für das Hauptmenü bereithält, wurde eine interessante Entdeckung gemacht. Hier lassen sich aktuell die drei Textabschnitte Die Sims kommen auf die große Leinwand, später im November 2020 im Kino und sogar eine kurze Beschreibung des Kinofilms finden, welcher lautet: Für Die Sims wird es bald noch größer, denn schon im November 2020 läuft der erste große Die Sims-Film in allen deutschen Kinos. Sei bei den spannenden Abenteuern von den Sims Toni und Sabrina dabei, welche mit ihren verrückten Ideen ganz Willow Creek unsicher machen. Auch das vermutliche Filmplakat konnte ich aus dem Spielecode extrahieren, welches aber leider nur in einer niedrigen Auflösung zu finden war. Um was sich genau der Film drehen wird, ist aktuell noch unklar. Ich denke mal, dass wir bald eine größere Ankündigung zu diesem sehen könnten, wenn jetzt schon die Datei fürs Hauptmenü aktualisiert wurde. Ebenfalls noch eine kleine News für Konsolenspieler. Mein erstes Haustier-Accessoire steht ab sofort auch für die Konsolen bereit und kostet insgesamt 10 Euro. Damit das Pack korrekt funktioniert, benötigt man auf beiden Konsolen zwingend das Hunde- und Katzen-Erweiterungspack. Lest euch auch nochmal genau die Hinweise im Blogbeitrag zu diesem Pack durch, Link in der Beschreibung. Freut ihr euch schon auf einen hoffentlich ersten Trailer zum neuen Kinofilm? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.